Das sind sie, die Polsterkandidaten für die neuen Züge. Einige ausgerüstet mit Steckdosen inklusive USB-Anschluss, Leselampen, Handyablagen und Kleiderhaken. 13 verschiedene Sitztypen lässt der Nahverkehrsverbund NahSH heute von einigen Kunden testen. Es ist ja eine Investition für das Land Schleswig-Holstein, von einer knappen 1 Milliarde Euro. 30 Jahre werden diese Fahrzeuge in Schleswig-Holstein fahren. Insofern haben wir uns schon versucht, möglichst viele Gedanken zu machen, was die Fahrgäste ab 2027 begeistern wird. Die erste Testgruppe ist bereit. Von 4 Teilnehmern haben es aber leider nur 2 geschafft. Ja, möglicherweise Bahnstreik, das kann natürlich sein. Die Nutzung für die beiden Tester geschieht auf eigene Gefahr, denn die Sitzmöbel sind Prototypen. Die furchtlosen Tester müssen sich zwischen 2 Varianten entscheiden. An ihrer Wahl könnte es liegen, wenn es im Regionalexpress zwischen Kiel und Hamburg unbequem wird. Ja, ich meine, sonst sind es ja verschiedene Teile. Ich versuche so ein bisschen darauf zu achten, wie weich das untere Sitzpolster ist, wo man wirklich drauf sitzt. Und dann nach hinten, wie viel Spielraum man nach hinten hat. Die Armlehnen machen irgendwie auch so ein bisschen was aus. Die können ja unterschiedlich dick sein. Diese Lounge-Bestuhlung könnte im ersten OG des Doppelstockwagens der 2. Klasse installiert werden. Der erfahrene Bahnfan Chao Huyen weiß genau, worauf es Reisenden ankommt. Ich teste das mal wirklich aus, weil es gibt manche Situationen, wenn man wirklich in Spätstunden noch unterwegs ist. Ne? Es sind ja viele Züge, die auch weit über 3 Uhr morgens oder nachts noch unterwegs sind. Und da sind schon viele Gäste, die wirklich aber auch so fahren. Ne? Chao Huyen entscheidet sich für Hersteller A. Paul Mehrkamp hat sich inzwischen zu den Klappsitzen der 2. Klasse durchgearbeitet. Besser als nichts auf jeden Fall. Und der eine ist relativ bequem, würde ich sagen. Der andere ist bretthart. Neben den Kunden dürfen auch die 100 Mitarbeiter des Verkehrsverbunds Probe sitzen. Wegen des Bahnstreiks wird es eventuell einen Nachholtermin für die Tester geben, die es heute nicht nach Kiel geschafft haben.